Ja, herzlich willkommen hier bei Tembo67 Gaming. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, der Schmersch hat sich gerade gemeldet. Der hat einige technische Probleme. Der kommt aber gleich neu wieder hinzu. Darum begrüßen wir erstmal die Schokolieben. Hallöchen. 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 So, warum läuft hier mein Switch nicht? Verdammte Axt. Gut, jetzt scheint es ja zu laufen. Gott sei Dank. Gut, dann warten wir auf den Schmersch. Der wurde rausgeworfen vom System. Weil wir hatten heute hier einen kleinen Internetabbruch gehabt. Vielleicht liegt es damit zusammen, ich hoffe es nicht. So. Erstmal eine Silberburg. Der übliche Gang zum nach Otto. Wieder Schrott anhäufen, ne? Ich habe zwei Taumium, zwei Vanilliumbarren gekriegt. Also so schlimm ist das gar nicht bei dem. Ich glaube, Knöpfe sind derzeit out bei ihm. So, jetzt bringen wir gleich hier nach Hause hier. In das die der Truhe. Zack und weg. So. Wieder ein paar Wege bauen. Ja, mal gucken, ob bis Andreas wieder da ist. Gute Schmersch. So, jetzt kümmere ich mich erstmal um die Tierfallen. Ach, das ist ein schönes Zuhause hier. Jetzt ziehe ich mich mit meiner Schrankwand ein. Aha. Nicht mit deiner Frau. Die wohnt ja da ja schon. Genau, oh toll, genau. So, einmal Köder rein. Zack. Ist viel Platz für meine Spazi. Was sind denn Spatzis? Unsere Katzen zum Beispiel. Sind teilweise Nervis. Nein, gar nicht. Doch, wenn man sich nachts um 20:30 auf den Bauch legen will, wo der Bauch wehtut, ist das nicht toll. So. Dieses Tierchen ist so putzig. Gleich wieder füllen. So, haben wir gemacht. Haben wir gemacht erstmal wieder hier. So, wenn Smash wiederkommt, ich rüste mich jetzt schon mal auf. Mal gucken, was wir machen wollen, ne? Wenn er wieder da ist, der gute Schmersch. Ich hoffe, bei euch ist auch schönes Wetter. Also wir haben hier schönen Sonnenschein, leicht bewölkt. War schön warm am Tag. Ich habe derzeit meinem anderen Hobby etwas gefrönt. Nämlich den Trainspotting. So. Türen zu machen. Erstmal hier was ernten hier. Ein bisschen Soja hier ernten, ist ja nie verkehrt. Das Soja schmeißen wir gleich in die Presse, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch so sehen. Pressen haben wir ja mehr als genug. So, da. Komm, einmal pressen. Der Schoki, warte mal. Moment, kleinen Moment. Ach, Mensch, alte Nervensäge. Prosti muss man Schoki fünfmal verpötern. So. Ernten wir gleich noch ein bisschen hier Getreide. Das Wasser sieht so komisch aus. Hä? Irgendwas nicht richtig aufgefüllt.
Oh, jetzt. Jetzt passt es wieder. Das ist so schön. So, dann gehen wir mal kurz zu den Hühnern. Die können wir jetzt einmal ordentlich füttern. Hühni, Hühni, Hühnis! So, kriegt ja mal alle ein bisschen was hier. So. Wunderbar. So. Da gibt es schon ein Ei. Flupp, mein Ei. Oh, es wird Nacht. Wir haben einen kleinen Fasan. Hier ist ein Fasanei ausgeschlüpft. So. Den Weizen gleich mahlen oder so reinpacken? Mahlen? Wieso? Ja, zu Mehl machen. Da kannst du auch zu Mehl machen, ja. Kommt in die Mühle rein. Wollen wir erstmal schlafen? Können wir machen. Hoch ins Ehebettchen. Plopp, bin im Bett. Och Mann, die Nacht ist schon vorbei. Das ist ja wie im reellen Leben. Man legt sie abends im Bettchen, pennt einmal total müde ist, dann geht der Wecker los. Da haben wir noch gar nicht geschlafen. Geht ja gar nicht. So, dann gucken wir einfach nach den Hühnern, ob's. Gibt's Eierchen? Gibt es. Aber mehr Eier gibt's nicht. Zwei Stück, aber wenig. Ja, manchmal ist nicht viel. Da kriegt ja die Tierfallen ja mehr. Ja, das ist wohl wahr. In den Tierfallen gibt es wirklich mehr. Und diesmal machen wir nur Tierfallen. Gräbfrucht mal ernten. Wir haben so viele Sachen hier. Die meisten Sachen benutzen wir gar nicht, habe ich das Gefühl. Hier noch ein Fasanei. Der Kokosnussbaum ist auch toll. Trinkt immer nur eine Kokosnuss. Das ist auch komisch. Da waren ja schon vier Fasane hier. Also die, fünf. Hier liegen also ruckzuck Eier hier. Müssen wir aufpassen, dass wir die ruckzuck einsammeln, ey. Wozu haben wir so viele Zitronenbäumchen eigentlich? Das weiß ich auch gar nicht. Für irgendwas braucht man so viele Zitronen für irgendein Gericht, oder? Ja, aber ich weiß jetzt nicht mehr, für welche Zitronenhühnchen vielleicht. Das kann sein. Da ist noch ein Ei, ein Fasanei. Also öfters jemand durch den Wald pieseln. Wenn wir mal hier sind, nehmen wir jetzt noch so ein paar. Jetzt haben wir noch ein paar Bananen hier. Immer noch keine weiteren Eier. So, jetzt hier oben Mandeln. Wozu haben wir denn Mandeln? Braucht man auch für irgendwas Mandeln. Stimmt, haben wir mal Marzipan gemacht. Das wird ja mit Mandeln auch im echten Leben gemacht. Aha. Ah, der Schmerz betritt das Spiel. Sollte es jetzt funktionieren? Oh, hier müssen noch Blumenkästen vor. Das ist ja hier noch nichts aus. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Bei unserem Gästehaus, wo wir letztes Mal. Ach so.
Oh, Schmerz, das Spiel schon wieder verlassen. So ein Spielchen hat er ja schon mal gehabt, vor ganz langer Zeit. Ich hoffe, das klappt heute mit ihm hier. Aber er sagt ja, muss er sich eh mal einmal anmelden und dann nochmal anmelden. Die Himbeeren können wir hier rausreißen, die brauchen wir doch gar nicht. Nein, die Himbeeren bleiben. Oh, guck mal, Bohnen. Es gibt Bohnen. Ach, unser V ist wieder da. Der ist wieder da. Entschuldigung. Bin ich wieder da. Ja, ist doch schön. Ja, man darf den Tag nicht mit dem Abend loben. Genau. Wenn uns noch der Himmel auf den Kopf fällt. Klingt ein bisschen dumpf. Ja. Eigentlich alles wie immer. Also alles wie immer. Entschuldigung. Oh. Ja. So, gerade mal am Ernten, wir haben noch nichts groß gemacht. Wir haben den Otto mal kurz beglückt. Jetzt klingt sie wieder klarer. Jawohl. Wollen wir ein paar Wege basteln? Ja, wir können ja gucken, ob wir den Rest von letzter Woche oder warte da schon dran oder. Nee, wir haben einen anderen Weg gebaut. Ach cool. Können den von nächster Woche gerne können, machen. Wir können da gerne nochmal zuschlagen. Würde ich schon mal zu, wie hieß es? Egrotech. Egrotech, genau. Kannst mal gucken, was ich dabei habe, Material. Was habe ich noch? Ja. Ich habe gestern meine. Ich habe irgendwie auch noch. Ja. Vorgestern meine Schaufel nochmal abgegradet mit ganz viel Modifier, die ich noch frei hatte. Und dann erstmal, wenn ich jetzt ausschachte, er muss auch vorsichtig sein, also ruckzuck ein Krater. Ja, ne? Ja, ich habe immer, glaube ich, auch alles maximal auf okay. Redstone drauf. Und ja, da musst du echt aufpassen, dass du da nicht dann plötzlich dir da so einen Schützengraben aushebst. Okay, dann erstmal nach Silberburg und dann geht's nach Ecrotech. Kommst du mit, Schuki, oder? Ja, ich komme jetzt auch. Ja, ich muss erstmal zurücklaufen und dann zu Hause. Und dann teleportiere ich mich nach Silberburg hin. Ja, nach Ecrotech. Ja. Da ist er. Das ist der Schmersch. Oh, was ist das für eine schöne Säule hier? Was hat die hingebaut? Obsidian. Ah, das hat was. Macht einen schmalen Fuß. Gott, hier ist aber ganz schön was zugewuchert hier. Ach, hinten ist das Reihenhaus, das stimmt ja. Wohnt hier schon wer? Auch schön. Schön geworden, ne? Habt ihr toll gemacht. Das ist keine Badewanne, das ist ein Brunnenschmersch, ne? Höchstens für die Füße. Aber drinnen erfrischen, ne? Die Füße reinhalten. Ja, sowas mag ich ja. Schöne Käsemarken reinhalten. Schön. Genau. Wenn du die hast, solltest du dir mal Gedanken machen, ob du dich vernünftig wäschst. Ich bin gerade aus der Dusche raus, ich muss sauber sein. Bei manchen Füßen dann, also manche, also wenn du dann extrem viel Turnschuhe trägst oder so. Man weiß es nicht. Aber es gibt auch ganz gute Hausmittel, also gegen so, auch gegen Stinkeschuhe, die sich dann irgendwann. Die nehmen halt irgendwann so einen Geruch an, aber es gibt ganz nette Mittel. Lustigerweise habe ich das auch für alte Turnschuhe. Das ist so ein Pulver, das kommt der Werbeblock, den habe ich bei Amazon bestellt und zwar, das nennt sich Frischkäse.
Wirklich Frischkäse, so ein Pulver. Das puderst du dann da rein. Du brauchst ein paar Anwendungen und dann ist wieder alles tutti mit dem Schuh. Okay. So, ich brauche jetzt auch mal eine gute Anwendung. Hier brauchen wir Schokolade. Warten wir eigentlich hier unser Häusiger, wo waren das? Ach, das Gasthaus, ne? Ja. Und wo waren das? Ich glaube hier oben an der Seite, nö. Hier so, nee, da ist das. Nee. Wo waren das? Ja, hä? Das ist ein Neubau und dann ist es. Ah, ich hab's gefunden. Ah. Genau. Ah ja. Ah, jawohl. Zur lustigen Else. Genau. Aber auch schön noch ein Brot auf dem Tisch. So muss das sein. Jo. Ja, genug Krempel noch drin, kann man alles hier drinnen lassen. Ich glaube, ich habe gar nicht mal einen Rucksack von letzter Woche leer gemacht, oder? Nee, doch, hatte ich doch. Jo, war mal gebaut. Ja, müssen wir hier lang. Ach, guck mal, das ist Schoki. Schoki heißt Schoki, weil sie viel Schokolade isst. Und sch viel Schokolade klaut. Bis vorhin hat man gebaut gehabt, weißt du das noch, Schmersch? Das war bis unmittelbar vor das Schneegebiet bei Petersalze, glaube ich. Da in die Nähe, da sind wir auf jeden Fall hingekommen, ja. Ich glaube, so viel fehlt gar nicht mehr Richtung Petersalze. Aber ganz geschafft ist es doch noch nicht. Was denn? Uiuiui. Eigentlich, da ist der Bär sauer. Der kleine Stinkebär. Ah, der Birkenwald. Ah, schön. Ja, unsere Brücke, genau. Blödes Laub. Es wird schon wieder dunkel, ey. Ja, genau, durch den Schlamm sind wir noch durchgegangen. Ja, Genau, genau, der Schlamm. hier war der Dann Abgrund, haben wir, genau. da war noch so ein Hexenhaus, hatten wir auch Genau, noch. mit so einer Hexe drin, mit zwei Hexen. Ja. Da muss ja mal Frauchen denken. Die Rotzefiesen. Genau, die Rotzewiesen. Rotzefrech waren sie. Rotzefiesen. Ich habe von hier aus gesehen, ja genau, da hinten glaube ich, ne? In die Genau. Richtung Norden, ja, da ist das, diese kleine Hütte. Ah. Wo war denn das Na, Hexenhaus? komm mit. Da war so eine rotzefiese Hexe drin, ne? Also nicht, hat sich da wieder nichts angesiedelt. Es war ja bei Vogelsnacht, ne? Da ist es. Ah ja, stimmt. Genau. Ja, dann Frauchen heil zurückgekommen vom Nachtflug. Oder hat der Besen Dellen? Alles geregelt. Das ist ein Hexenhaus. Ich dachte auch ganz schön tief nach unten hier, ne? Wenn er da. Uiuiui. Da kommt kein Postbote mehr, ne? Wah. Nee, Wenn er nee. runterfällt, bist du tot. Ah, das war's dann. Oder ist doch keine Hexe drin? Nee, wir haben sie auch. Ausgeschmissen. Ihnen den Mietvertrag gekündigt wird, könnte man sagen. So Sozusagen. umgangssprachlich. So, Eigennutzung. Genau. Wegen Eigenbedarf gekündigt. Ja, genau, Eigenbedarf, so heißt es. Eigenbedarf. Oh. Was denn? Immer einen kleinen Klaps gegeben, so einen liebevollen. Ja, liebevoll. Das ist eine Brücke hier. Luftige Erde. Genau, sind wir hier lang gegangen? Da ist er nicht weitergebaut.
Wir haben ganz schön weit gebaut. War echt so viel gebaut, die Folge? Meine Güte. Ja, wir waren echt produktiv dabei. Vielleicht ja. Gar nicht mehr so in Erinnerung. Deswegen ist es gar nicht mehr so weit weg nach Petersalze. Nach Schneegebiet, aber dann glaube ich, jetzt sind wir auch bald, dann haben wir es glaube ich auch bald hier. Wo ist Schuki? Doch noch weiter, doch noch weiter, okay. Ich komme doch schon. Ah, hier ist Schluss, jawohl, hier ist End of. Sowieso. Herr Karnickel, Herr Karnickel. Ein weißes Kaninchen. Hier ist vorbei. Hier geht's nicht weiter. Hier ist Eis. Ist das reingefallen jetzt? Also der Untergrund ist auch ein bisschen löchrig. Aber ich glaube, man fällt nicht tief, nur halt auf Eis, ne? Hab ich was gegessen, was nicht gut ist. Oh. Das war so eine weiße Beere, sah ganz lecker aus. Oh nein. Oh Scheiße. Oh nein. Das sind die weißen Johannisbeeren, die mochte ich auch noch nie. Genau. Aber ich glaube, diese Beere habe ich auch schon mal gegessen, glaube ich. Ja, schlimm. Da kannst du auch nichts machen. Du bist einfach dann. Hast du wieder nicht genug zu essen, ne? Ich wollte jetzt nicht wegen all so Dingen einen dicken Burger. Schade. Warum steht denn ein Enderman bei uns hier in der Stube? Zwei sogar. Ah. Dauert jetzt, bis ich wieder da bin. Ja, der Weg ist ein bisschen weiter. Okay. Ist alles ja voll, da kann ich mal einsortieren, so ein Mist. Jetzt gerade Nacht. Enderman ist da draußen. Zwei Endermans hier. Endermense. Ja, ich mache ein bisschen Hopper hier. Ich habe einen Wolf gefunden. Ja, ich bin gleich wieder da. Das ist komische weiße Beere, weil ich dachte, könnte man fressen. Toll. Alles essen, was doch, man kann alles essen. Manches nur einmal. Haben wir doch gerade wieder gelernt, oder? Dann wollte ich wieder nach Hause teleportieren. Ja, ja, kann man so sagen. Etrotech. Da müssen wir hin. Ach ja. So. Jetzt haben wir einen Haufen Weg hier vor uns. Ach du Scheiße. Gucken wir mal. Theoretisch noch ein paar Meter gerade ausbauen und uns dann links halten. Dann haben wir irgendwann eine richtig schöne weiße Schneeebene, da kommen wir glaube ich ganz gut voran. Dann wird's, ja, ich glaube, das könnte gehen. Der Highway. Es sind nur noch 600 Meter, bis ich da bin. Ja. Hauptsache, kommen wir heil durch. Ja. Nicht verhungern, nicht unterwegs, das ist auch noch wichtig. Ich warte hier an deinem Grab. Willst du nur wieder plündern, das Grab? Ich kann ja schon mal versuchen, ein bisschen weiter zu schachteln. Ich kann dann wieder stopfen. Ich brauche noch ein paar Meterchen. Oh. Hast du Stufen? Ja, die habe ich mal einfach mit Rucksäcken drin. Bin ja gleich Stüfchen da. Habe ich ja. Bin jetzt in der Sumpflandschaft. Ich werde bestimmt gleich verhungern. Dann essen Bären. Hier gibt es keine Bären.
Ey, versuch mir entgegenzukommen. Vielleicht kann ich dir was zu fressen rüberschmeißen. Gibt's nicht mal halbe Bären. So, gleich bin ich jetzt hier vorne, wo der Schmerz den schönen Treppe gebaut hat. Wo der Lavasee ist. Da sehe ich ihn ja schon. Hallo. Danke. Jawohl. So, ich kann wieder laufen. Aber auch nicht so schnell. Meine Güte, ist man langsam so. Ja, das ist wie festgeklebte Schuhe. Das ist ja wie Minecraft in Zeitlupe. Ja. Aber bei deinem Replay neulich bei World of Tanks, was so langsam lief, da war mein erster Gedanke auch, boah, das ist aber verdammt langsam, der Panzer, das ist ja komisch. Naja, okay, Tembo wird schon wissen, was er macht. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ey, wenn das wirklich vielleicht daran liegt, dann habe ich gedacht, okay, dann du kannst ja bei YouTube die Geschwindigkeit einstellen, die Abspielgeschwindigkeit. Und exakt in dem Moment, wo ich das mir gedacht habe und auch mache, hast du gesagt, so Fehler behoben, jetzt haben wir Normalgeschwindigkeit? Ja, dann hat man Normalgeschwindigkeit und ja. Genau. Dann war leider alles ein bisschen zu schnell, aber dann bin ich wieder zurückgegangen. Aber ist auch der Panzer macht Spaß, wa? Ja, der Panzer macht echt Spaß. Der hat was. So, wenn wir mal ganze Sachen erstmal wieder ordnen. Einschutz. Jetzt hier irgendwas verloren? Eigentlich nicht, ne? Hier ist der Schüssel. Da ist die Axt, da ist das Hämmerchen. Da ist mein Buch. Da ist das. Da ist mein Shirt. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Dahin, so. Ich hab hier Erde, ich hab Kohle. Jo. Sieht soweit ganz gut aus. Wie gesagt, es sind nicht die weißen Bären, ne? Heyday. Irgendein Rucksack hat nämlich die Stufen drin gehabt. Mal kurz gucken. Da habe ich sie. So. Muss man hier ein bisschen Terraforming nochmal machen. Da fällt man ja hier ins Wasserchen hier rein. Will man ja auch nicht. Ja. Kann ich denn hier schon ein bisschen stapfen? Ja, warte, ich muss mal was nachdenken. So. Ah, mein Fuß juckt. Kennt er das? Oh, ist das gemein. Unter der Fußsohle. Ja. Oh, das ist ja Käse, Schatz. Ja, ja. So, dann kannst du schon mal stopfen, Schoki. Was gibt's Neues, Schmersch? Ich glaube, wir haben Corona im Haus. Ihr habt Corona im Haus? Mach keinen Scheiß. Ja, ich glaube, also das fing jetzt, wie es so ist, der gute Arbeitnehmer, also bei meiner Frau fing, also bei Sabina, dann fing das an um, ja nicht so an, so Montagmorgen natürlich guter Arbeitnehmer, am langen Wochenende, klar. Und ja, erst halt so Unwohlsein, wie man sich, man fühlt sich schlapp und alles, naja, hier und da. Und dann zum Nachmittag hin mal so einen Test gemacht mit dem Ergebnis, ja. 100 Punkte. Und dann ging alles ganz schnell und dann mit, ja, dann halt, ja, Schnupfen,
was man so hat. Ah. Ja.